Der 1. Mai 2009 findet inmitten der schwersten Weltwirtschaftskrise seit über 80 Jahren statt. Und das ist keine Krise einfach nur im Sinne eines konjunkturellen Abschwungs, sondern das ist eine Systemkrise, eine Krise dieses entfesselten Kapitalismus, den die Politik durch jahrelange Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung herbeigeführt hat. Und ich denke, diese Krise zeigt sehr deutlich, dass wir Alternativen brauchen, dringend Alternativen brauchen. Wir brauchen ein Ende dieses schamlosen Lohndumpings, dieser dauerhaften Enteignung der Beschäftigten, die allein in den letzten 10 Jahren über 1 Billion Euro zugunsten der Kapitalbesitzer in Deutschland umverteilt hat. Wir brauchen eine Stärkung öffentlichen Eigentums in der Daseinsvorsorge, im Finanzsektor, aber auch in der gesamten Ökonomie, um diese zynische Renditefixierung zu überwinden. Und für all das brauchen wir viel mehr Widerstand. Wir brauchen Gegenwehr, wir brauchen starke Demonstrationen, aber wir brauchen vor allen Dingen auch Streiks und Generalstreiks. Frankreich zeigt uns schon längst, wie man sich tatsächlich gegen eine Politik wehrt, die die Interessen der Mehrheit mit Füßen tritt. Und das brauchen wir auch in der Bundesrepublik.